Umschau-Reporter Thomas und Jasmin testen die Pünktlichkeit der Bahn. Freitagnachmittag, Hauptbahnhof Halle. Wir fangen 14 Uhr an, also gucken wir mal, ob der IC pünktlich kommt. Dann renne ich jetzt mal zum Gleis 9 und check mal die Lage. Ciao, bis gleich. Thomas ist auf den Bahnsteigen unterwegs. Für die nächsten 100 Züge will er die Ankunftszeit festhalten. 5 Stunden wird das dauern. Jasmin notiert die Zeiten in der Ankunftstafel und da ist schon der erste Zug. Die C2036 ist pünktlich. Halle ist einer der wichtigsten Umsteigeknoten in Mitteldeutschland. Im Schnitt alle 3 Minuten kommt ein Zug an, verteilt auf 13 Gleise. Ein stressiger Einsatz für unseren Reporter. 14.10 Uhr auf Gleis 2, die S3. Jetzt fährt die S3 ein. Wie spät? 14.11 Uhr und 30 Sekunden, 1,5 Minuten Verspätung. Es wirkt wie ein Wunder. Alle Züge haben weniger als 5 Minuten Verspätung. Einige sind pünktlich auf die Minute. Ist die Bahn besser als ihr Ruf? Wir sind gespannt. Inzwischen ist es 14.47 Uhr. Auf Gleis 9 müsste ein IC ankommen jetzt. Wo, auf Gleis 9? Auf Gleis 9. Der Intercity aus Frankfurt fällt aus. Von 21 Zügen in der ersten Stunde waren 20 pünktlich oder minimal verspätet. Einer ist nicht gekommen. Doch es läuft nicht überall so gut. Seit Herbst häufen sich die Probleme, Beispiel die Strecke Erfurt-Nordhausen. Monatelang fallen hier immer wieder Züge aus, und zwar oft ohne Vorwarnung. Von einem Tag auf den anderen ist plötzlich die Strecke gesperrt. Und am Ende baten das die Fahrgäste aus, indem sie früher am Bahnhof stehen und ihr Zug kommt nicht und es fährt ein Bus oder manchmal fährt nicht mal der Bus. Die meisten Ausfälle gibt es auf der Strecke Magdeburg-Halle. Zwischen Halle, Sangerhausen und Nordhausen, zwischen Erfurt und Nordhausen und auf der wichtigen S-Bahn-Strecke Leipzig-Halle. Wie reagieren die Reisenden? Unser Reporter macht eine Probefahrt von Halle nach Nordhausen und zurück. Die Fahrgäste hier sind Kummer gewöhnt. Mittlerweile rechne ich immer damit, dass doch was passieren könnte. Es ist ja nicht nur die Bahn, es ist ja in vielen Bereichen so, dass einfach alles nur noch schief geht. Irgendwie hat man den Eindruck. Sabine Wolfram arbeitet selbst bei der Bahn, schon seit 46 Jahren. Sie berät Fahrgäste im Reisezentrum. Die Züge sind einfach ausgefallen oder gar nicht gefahren oder verspätet, ja. Die letzte Zeit, jetzt die letzten Monate geht, aber das letzte halbe Jahr insgesamt war schon extrem. Die Züge zwischen Halle und Nordhausen werden von Abellio betrieben. Für die Schienen aber ist die Deutsche Bahn zuständig. Als Grund für die Ausfälle nennt sie Personalmangel auf den Stellwerken. Was ist da los? Eine Drehgenehmigung verweigert uns die Bahn. Unser Reporter schaut trotzdem mal nach in Sangerhausen. Hat es früher zu DDR-Zeiten besser funktioniert, das Stellwerk? Ja, sicher. Da gab es solche Scheißereien nicht. Fühlt man sich da als Sangerhäuser schlecht? Vor ein Auto. Das Stellwerk in Sangerhausen wurde 1923 gebaut, also vor 100 Jahren. Dahin dürfen wir leider nicht, doch es gibt ein zweites. Da geht der Weg hoch und dann geht es unten gleich rechts. 2600 Stellwerke hat die Bahn. Die meisten sind Jahrzehnte alt. Wir sind da. Dieses hier ist aus der Vorkriegszeit. Rein dürfen wir nicht. Immerhin, dieses Foto zeigt den Bautyp. Er stammt aus dem Jahr 1912. Hallo. Hallo, guten Tag. Ist das auch das Stellwerk, was früher immer so die Probleme gemacht hat? Ich darf da eigentlich auch nicht weiter sagen. Also ich enthalte mich da. Tut mir leid. Unglaublich aber wahr. In jedem 4. deutschen Stellwerk wird noch mit Mechanik gearbeitet. Weichen und Signale stellen wie einst in der Kaiserzeit. Erst ein Drittel des Netzes wird elektronisch gesteuert, wie hier in Leipzig. Das hat einen einfachen Grund, sagt Bahnexpertin Birgit Melius. Der Vorteil der modernen Stellwerke ist, dass man große Bereiche mit wenigen Leuten steuern kann. Aber der Aufbau eines solchen Stellwerkes, die Inbetriebnahme, das ist alles ein langer, aufwendiger Prozess. Und es gibt ein Personalproblem. Zwar arbeiten 13.000 Fahrdienstleiter bei der Bahn, viele davon Frauen. Doch sie können nicht flexibel überall im Netz eingesetzt werden.
Man kann nicht einfach sagen, lieber Fahrdienstleiter, liebe Fahrdienstleiterin, du arbeitest mal heute auf Stellwerk X, sondern die Person muss eingewiesen haben, die muss nachgewiesen haben, dass sie sich auskennt. Deshalb kann man nicht einfach mal so jemand von A nach B versetzen. Genau das ist der Grund für die vielen Ausfälle. Und bei der nächsten Grippewelle gehen die Probleme weiter. Zwar hat die Bahn eine Ausbildungsoffensive gestartet und bildet neue Fahrdienstleiter aus. Die bessere Lösung aber wäre die Digitalisierung der Stellwerke. Die soll bis 2035 abgeschlossen sein. Doch von deutschlandweit 280 geplanten digitalen Stellwerken gibt es erst zwei, davon eins in Annaberg-Buchholz. Zu wenig, beklagt Stefan Dietrich von Abellio. Wir müssen weg von dieser veralteten Technik und wir müssen hinkommen zu einem verlässlichen, auch eben nicht manuell betriebenen Schienennetz an dieser Stelle. Das ist eigentlich die Forderung, das steht auch schon lange im Raum. Zurück bei unserem Bahntest in Halle. Die zweite Stunde hat begonnen. Es wird voll im Bahnhof. Kurz vor dem Wochenende wollen viele Menschen verreisen. So, auf Gleis 6 müsste jetzt noch eine Regionalbahn ankommen, eine RE16. Die RE16 rollt jetzt in diesem Moment gerade ein, die kommt pünktlich. Für alle Züge notiert ein Kollege parallel die Verspätungsdaten der Bahn. Wir wollen herausfinden, ob die Angaben in Apps und auf Anzeigetafeln stimmen. 16 Uhr. Bisher lief's gut. Jetzt aber fangen die Probleme an. Der ICE aus Berlin hat 80 Minuten Verspätung. Man wartet. Überraschung, ein Stellwerk. Von 5 Fernzügen in dieser Stunde kommen 4 zu spät, und zwar deutlich. Anschlusszüge sind kaum noch erreichbar. Bringt ja auch nichts, sich da jetzt drüber aufzuregen, muss man das Beste draus machen. Er will nach Köln. Wie ihm geht es Hunderten an diesem Nachmittag. Also ich komme jetzt 1,5 Stunden, fast 2 Stunden später an. Vor 5 Jahren waren 75% der Fernzüge pünktlich. Der Wert steigert sich 2020 auf 82. Doch letztes Jahr fällt er auf nur 65%. Heißt, einer von 3 Fernzügen ist unpünktlich. Wer oft mit der Bahn unterwegs ist, spürt das deutlich. Wie Umschau-Moderatorin Anna Placentia. Jede Woche fährt sie mit dem ICE von Berlin nach Leipzig und zurück. Hier einige Erlebnisse im Verlauf des letzten Monats. Ich muss jetzt eigentlich schnell zum Zug, aber so schnell auch nicht. Ich habe 17 Minuten Verspätung. Meine Ersatzfahrt hat auch eine Reparatur am Zug. Ich verstehe das nicht. Wegen einer technischen Störung mussten wir anhalten und wir standen so circa 10 Minuten. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Das geht besser. Ausgerechnet in der bergigen Schweiz mit ihren anspruchsvollen Strecken und den Bergen an Schnee. Hier sind fast alle Züge pünktlich. Das Land führt in der europäischen Statistik, gefolgt von Dänemark und den Niederlanden. Ganz hinten Deutschland. Eine Peinlichkeit, die auch der Bundesverkehrsminister nicht mehr schönreden mag. Man hat das Netz nicht ausgebaut, nicht modernisiert. Und jetzt haben wir die Misere. Und jetzt erleben wir das, was wir im Infrastrukturbereich immer erleben. Kurzfristig geht da gar nichts. Ja. Aber trotzdem werden wir das aufarbeiten. Zwar investiert die Bahn gerade Milliarden ins Netz und in neue Fahrzeuge. Doch bis sich die Lage spürbar verbessert, werden Jahre vergehen. Noch einmal zurück zu unserem Bahntest in Halle. Die 5. und letzte Stunde hat begonnen. Ich gucke hier mal auf den Plan, wo wir jetzt sind. In einer Minute müsste der ICE 836 auf Gleis 6 ankommen. Der ICE 836 aus Hamburg-Altona fährt gerade ein. Unser Fazit: Von 75 Regionalzügen waren 72 pünktlich, also 96%. Von 25 Fernzügen waren nur 12 pünktlich, also gerade mal 48%. Die Bahn verweist darauf, dass auf einem Zehntel des Netzes die Strecken überlastet seien. Dies führt zu Engpässen, insbesondere auf großen Knotenpunkten. Die offiziellen Verspätungsangaben der Bahn haben sich in unserem Test als sehr genau herausgestellt. Mit Anzeigen und Bahn-App behält man immer den Überblick. Zumindest etwas, worauf man sich bei der Bahn verlassen kann.